Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zur kollektiven Wochenlegung vom 13. bis zum 17. Wir machen bis zum 17., weil ja ab Freitag dann schon wieder euer Wochenendorakel kommt oder eure Wochenendlegung kommt. Und diese Wochenlegung, wie ich es schon angekündigt habe, mache ich für alle die mit den Sternzeichenlegungen ja nicht in Resonanz gehen konnten. Ja, vielleicht hast du jetzt hier mehr Glück und ja, und gehst mit dem einen oder anderen Punkt oder Thema wirklich mehr in Resonanz wie mit den eigentlichen Sternzeichen. Du hast aber auch noch die Möglichkeit, wenn du mit deinem Sternzeichen nicht in Resonanz gehst, dass du dir vielleicht nochmal Venus, Mond und Aszendent anschaust, ja? Also da hast du noch Möglichkeiten, dass du da eventuell mit anderen Sternzeichen noch in Resonanz gehst. Und ansonsten, wie gesagt, schauen wir jetzt einfach mal, was die Kollektivlegung hier bringt, was die lichtvolle geistige Welt euch nochmal als Kollektiv durchgeben möchte, wie hier die Energien sind. Und um was es hier nochmal bei euch geht, okay? So, meine Lieben, die Karten sind die gleichen wie bei den Sternzeichenlegungen. Die habe ich jetzt nicht verändert und wir schauen einfach, was das Kollektiv hier diese Woche energetisch tendenziell erleben, erfahren, anschauen darf, okay? So, meine Lieben, lasst uns schauen. Was ist hier im Kollektivthema? Um was geht es hier im Kollektiv für diese Woche? Bitte um klare Botschaften fürs Kollektiv. Alles klar, okay. Interessant, meine Lieben. Metamorphose. Ihr seid in einem Transformationsentwicklungsprozess. Na, das hört sich ja gut an. Deswegen hat auch das Mischen so lange gedauert. Ja. Oftmals ist man in diesem Prozess eher zurückgezogen. Man kümmert sich um sich selber. Man ist mehr bei sich angekommen. Ja, man achtet wirklich auf sich, was muss ich noch im Außen tun, inwiefern muss ich ins Außen, was kann ich für mich selber tun, was tut mir gut und was kann ich tun für meinen Prozess. Ja, Metamorphose, ich sage immer ganz gerne von der Raupe zum Schmetterling und da darf man sich sehr, sehr gerne um sich selber kümmern. Das ist nicht egoistisch, sondern das ist einfach der Prozess, der jetzt auch ansteht. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, raus aus der Stagnation, rein in die eigene Entwicklung. Ja, und gucken, um was es hier geht. Ne? So, meine Lieben. Ich habe wieder zwei Tarots. Zum Schluss wieder ziehe ich euch eine Starseeds-Karte für die Legung für die Woche. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Tarot, okay? Um was geht es hier im Kollektiv? Wir nehmen die, die aufgedeckt ist. Okay, ja, dieser Prozess, meine Lieben, der Metamorphose, der ist ganz wichtig, damit ihr die Altlasten, das Alte, was euch belastet hat, dass ihr das ablegen könnt. Ja, für einige wird auch der Prozess der Metamorphose, des Veränderns, ist im Moment sehr belastend. Ja, also diese zwei Varianten sind beide möglich. Ihr tut euch hier für die, die Schwierigkeiten mit Veränderung haben, ihr tut euch hier selber schwer. Da kann ich euch sagen, hilft es, seine Sichtweise für die Dinge, die gerade aktuell Thema sind, wirklich anzugucken. Zu gucken, wo habe ich noch eine Mauer vor mir. Ich hatte gerade eben ein Gespräch mit der Lehrerin meiner Tochter und
Es ist wirklich Wahnsinn. Wie soll ich sagen? Wenn ihr einen Weg geht, meine Lieben, und ihr stellt fest, ja, da geht's ja nicht weiter, dann ist es der Zeitpunkt, dass man eine Entscheidung trifft. Wenn man vorankommen möchte und man steht vor einer Mauer, dann weiß man, okay, entweder klettert man rüber oder man dreht um und geht nochmal ein Stück zurück, um dann halt einen anderen Weg einzuschlagen. Versteht ihr, was ich meine? Dieser Prozess hier. Also ihr seid hier an einem Punkt, wo hier eine Veränderung stattfinden darf. Macht es euch bitte nicht zu schwer. Ja, das ist auch, was ich immer sage. Was mache ich? Was möchte ich? Wo stehe ich? Wo möchte ich hin? Ja, lasst uns weiterschauen. Ja, das sind hier die Konflikte, die ihr habt durch die Belastung. Es ist euch hier wirklich zu viel. Es ist zu viel Belastung. Ja, und hier darf die Belastung abgelegt werden. Das ist ja auch das Schöne bei 10 der Stäbe. Irgendwann geht es nicht mehr und ihr verliert die Stäbe. Ja, keine Frage. Aber ihr verliert die Stäbe dann, wenn ihr schrittweise vorangeht, wenn ihr Dinge verändert, wenn ihr euch verändert, wenn ihr Dinge verändert, weil ihr wisst, was ihr anders machen möchtet. Lasst uns weiterschauen. Um was geht es im Kollektiv noch? Das ist hier eine ganz, ganz, das habe ich fast täglich, dieses Thema. Dieses was verändern, das neue Willkommen heißen. Das ist für viele sehr, sehr schwierig. Ja, ihr seid hier auch sehr ritterlich. Auch wieder Schwertenergie, direkte Energie, Luftenergie, ja. Teilweise sehr verkopft, andererseits aber auch sehr hier mit Ritter der Schwerter sehr ritterlich unterwegs, sehr kampfeslustig unterwegs. Ja, dass ihr sagt, ich sträube mich noch gegen das, was mir nicht gefällt. Ja, egal auf welcher Seite du stehst, wenn man es so betiteln würde oder sollte überhaupt. Ich sage immer, wir sind alle in einem Boot. Wir sind ja alle auf diesem Planeten Erde. Ja, wir sollten uns eher die Hand reichen. Ne? Und dann gucken, okay, wo hast du Schwierigkeiten? Wo habe ich Schwierigkeiten? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Hier geht es wirklich darum, dass man dieses Kampfeslustige, diese Blockaden, dass man die wirklich ablegt, weil die haben euch nur Belastung gebracht. Es ist einfach zu schwer von der Energie her. Ja, es ist, wenn man nur auf Kampfmodus ist, dann kommt man definitiv nicht weiter. Und der Prozess hier der Metamorphose, den könnt ihr nicht aufhalten. Ja, also hier liegt es wirklich daran, dass man sagt, okay, es fällt mir vielleicht schwer. Ja, ist auch nicht schlimm. Aber was kann ich für mich dann daraus tun oder was kann ich für mich verändern? Und hier, und das finde ich ganz, ganz toll, hier wirst du zur Hohenpriesterin. Ja, du musst dich wirklich hier entscheiden oder du darfst dich hier entscheiden. Möchtest du weiter hier in den Belastungen und dem Elend sein? Nein, du hast gemerkt, dieses Kampfeslustige, dieses immer dagegen sein oder gegen gewisse Dinge sein, durch die Ängste, durch die Medien, raus da, Leute, raus. Bleibt bitte bei euch, das ist ganz wichtig. Und du wirst du hier zur Hohenpriesterin mutieren. Die Hohepriesterin oder eine Hohepriesterin, die ist sehr ruhig, gewissenhaft, intuitiv. Die fokussiert sich nur auf die Dinge, die sie wirklich interessiert. Ja? Und auf nichts anderes. Und alles, was sie nicht interessiert, guckt sie nicht mal an. Das Fernseher aus, mach dir ein schönes Lied an oder von mir aus tanzt durch deine Wohnung, mach, was dir gut tut. Ja, mach dir ein schönes Essen, trink ein Glas Wein oder einen herrlichen Tee. Egal was, tu dir was Gutes, damit du hier in dem Prozess der Metamorphose der schönste Schmetterling, ja, dass du nachher der schönste, strahlendste Schmetterling bist. Arbeite mit dir, arbeite an dir, kümmere dich um deinen Entwicklungsprozess. Das ist unfassbar wichtig, meine Lieben. Okay? Macht's euch bitte. Bitte nicht so schwer.
So, wir klären jetzt mal 10 der Stäbe, ja? Was möchte hier noch gesagt werden zu 10 der Stäbe, bitte? Wir haben hier einmal 6 der Stäbe. Siegreich. Wunderbar. Siegreich, erfolgreich. Und wir haben hier einmal Pagen der Kelch. Hier kommt jemand auf dich zu. Das ist wie so ein Ablenkungsmanöver, was hier auf dich zukommt. Hier kommt jemand und sagt, hey, in was für einer Energy bist du denn? Ja, komm, lass uns mal wieder das Leben leben. Und guckt mal, wie die Karten auch miteinander spielen, mit der Metamorphose. Seht ihr das? Und guckt euch mal die Vögel an, wie die zusammen kuscheln und harmonieren. Ja, also lass es ruhig zu, lass dich gerne ablenken. Raus aus der Belastung und gib mal der Person oder dem Page der Kelche, gib ihm mal eine Chance. Ja, kann Freund sein, eine Freundin sein, kann dein Partner sein, der sagt, ey komm, kriegen wir hin. Ja, sieh es doch mal anders, sieh es doch mal so oder so. Ne? Aber wichtig ist, dass du die Bereitschaft dazu hast und dass du offen für Neues bist. Das ist ganz wichtig, auch wenn du nicht weißt, um was es geht oder wie es endet. Wir müssen nicht alles kontrollieren, meine Lieben. Wir dürfen vertrauen. So, 5 der Schwerter. Um was geht es hier beim Kollektiv mit 5 der Schwerter, bitte? Energy. So, nochmal. Jetzt aber. 5 der Schwerter, bitte. Ja. Man möchte schon hier raus. Ja, das sehe ich schon. Man möchte schon aus den Belastungen raus. Klar, weil man möchte hier einen Neuanfang machen. Ja, deswegen, man hat hier... Man ist hier sehr kampfeslustig unterwegs, ja, man hat hier teilweise noch sehr Kopfjogging, aber das hast du deswegen, weil du weißt, dass du möchtest hier einen Neuanfang, ja, und der wird auch relativ schnell sein. Und ich denke, dieser schnelle Neuanfang, der kommt auch nur hier wegen deinem Page der Kelche, wegen jemandem, der mit Kelchenergie, mit liebevoller Energie auf dich zukommt und sagt, hey, komm, mach's dir doch nicht so schwer. Ja, das ist das, was ich euch gerade sage. Ja, mach's dir doch nicht so schwer. Natürlich, alles, was man nicht weiß, ne, was, wie sagt man immer, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ne? Ja, einerseits klar, aber andererseits lass dich doch mal auf dieses Abenteuer ein, auf dieses Abenteuer neue Welt. Ja, und pass es für dich, für deine eigene Wahrheit, pass es für deine eigene Wahrheit an. Wenn du die Blickrichtung veränderst, ja, dann kann ganz viel passieren. Ja, und noch was. Achte mal bitte darauf. Ich habe ja gesagt, du bist hier sehr kampfeslustig unterwegs. Ne? Hier ist jemand, hier ist auch ein König der Schwerter. Also wenn du das bist, dann lässt du dich immer wieder runterziehen vom Außen. Ja. Ansonsten, wenn du hier in Richtung Neuanfang gehst, siegreich weitergehst, wie wir hier zum Anfang hatten, dass dich hier jemand rausholt, ja, achte mal bitte darauf, dass hier eine Schwertenergie, wenn die auf dich zukommt, dass die dich nicht runterzieht, ja, dass diese Person nicht sagt, ey, warum bist denn du jetzt hier so gut drauf, was ist denn jetzt hier los, du bist hier siegreich unterwegs, du machst hier einen Neuanfang, ja, du gehst siegreich, kampfeslustig weiter und dann kommt aber jemand und versucht dich runterzuziehen. Also der auf dich zukommt, der kommt mit niedrig schwingenden Energien auf dich zu. Ein bisschen auch Acht geben, dass du nicht, dadurch, dass du immer darauf fokussiert warst, was alles doof ist, was die Belastung hier bei dir hervorgerufen haben, weil das, was du denkst, das, was du fühlst, das ziehst du in dein Leben. Und diese Person hier, die hier kommt, guck mal, die ist hier schon bei 5 der Münzen, die ist schon im Mangelzustand, ja, die ist schon niedrig energetisch schwingt. Da passt du bitte mal auf, dass die dich nicht mit runterzieht. Du fängst ja hier an, dass du Freude hast, dass du jemanden hast, der auf dich zukommt, dich abholt, damit du hier weitergehen kannst, ja, damit du hier rauskommst
durch Ast der Stäbe. Ja, also bitte bleib ruhig in dieser Energie. Ja. Lass dich nicht runterziehen wieder. Ja, wunderbar. Und durch diese Veränderung, du veränderst, wenn du dein Sein veränderst, dann veränderst du auch, ja, wunderbar, dann veränderst du auch deine Energie. So, jetzt, ich muss euch das nochmal zeigen. Du hast hier, in dieser Woche startest du mit den größten Belastungen, die es gibt. Körperlich, du bist fix und fertig. Du kannst nicht mehr, du hast keinen Bock mehr. Der Prozess der Metamorphose ist anstrengend, der Prozess außen ist anstrengend, irgendwie ist bei dir alles anstrengend, ja? Oder sagen wir mal so, es fällt dir nicht einfach oder fällt dir nicht leicht so. Du schaffst es aber in dieser Woche, schaffst du es, bis hierhin zu kommen, bis zur Königin, nicht bis zur Königin, sondern bis zur Hohen Priesterin, entschuldig bitte. So, jetzt bist du in dieser Energie der Hohen Priesterin, weil du jetzt auch die niedrig energetische Schwingung, die Person, die hier auf dich zugekommen ist, hast du einfach, du hast gesagt, nö, ich habe da keine Lust drauf, ja? Du wirst ja definitiv auch den Rücken zuwenden. So, passt mal auf, was jetzt passiert. Also, du wirst diesen Zustand, diesen Mangelzustand, weil du deine Energie verändert hast, wirst du verlassen. Ja, du, weil du merkst nämlich, was passiert denn, wenn ich hier in die Energie komme, in die Hohepriesterin-Energie. Dir geht es gut. Ja, du bist siegreich unterwegs. Ja, du siehst auf einmal ganz andere Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Du empfindest die Dinge ganz anders, wie du sie vorher empfunden hast. Und du sagst dir, oh Gott, war ich doof, das kann ja nicht sein. Ja, warum habe ich mir das denn so schwer gemacht? Und jetzt passt mal auf, was passiert. Ja, jetzt haben wir die Liebenden und dann haben wir auch noch den Stern, die Wunscherfüllung, die Klarheit. Ja, und nur weil du hier einen Zustand des Mangels oder den Zustand des Mangels verlassen hast und in die Energie der Hohen Priesterin gekommen bist. So, und jetzt überlegt mal, ja. Also, ganz wichtig für euch, meine lieben Herzen. Also, bitte Blickrichtung verändern, ja, Gedanken verändern, der Prozess der Metamorphose, der wird weiterhin stattfinden, den wirst du nicht stoppen können, ja. Geh lichtvoll weiter, bleibe positiv. Wunscherfüllung, Klarheit. Einige werden jemanden kennenlernen. Die werden sich über ihre Liebe im Klaren sein, weil sie das Single-Leben verlassen. Andere aber werden Menschen hinter sich lassen. Hier, ja, Menschen, die ihnen nicht mehr dienlich ist, die werdet ihr hinter euch lassen. Ihr geht von diesen Menschen. Ja, warum? Weil ihr die Kraft habt, wie die hohe Priesterin, zu sagen, nein, danke, möchte ich nicht mehr, habe ich lange genug gehabt jetzt. Ja, also wunderschön. Ich liebe es, wenn Menschen auch mal Nein sagen können. Und ich finde das toll, wenn ihr den Mut bekommt oder den Mut habt, da mal tiefer einzutauchen. Ja, also wer gerne mehr an sich arbeiten möchte, meine Lieben, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Ja, ich habe verschiedene Möglichkeiten von Coachings oder auch Kartenlegung oder wie auch immer. Ja, wer also wirklich vorankommen möchte, sehr gerne. Ihr seid alle herzlich willkommen bei mir. Und dann gucken wir mal genau, um was es bei euch geht. Das ist mir zu viel. Ich möchte gerne eine fürs Kollektiv, bitte. Eine Karte. Ja. Sternenwächter. Kosmischer Vorfahre. Sehe das Licht, indem du am Boden bleibst. Ja, lass dich mal nicht von diesem Prozess der Metamorphose so unter Druck setzen. Fühl dich nicht getriggert, sondern gucke lieber, wenn es dir so schlecht geht, warum geht es dir so schlecht? Ja, du hast auf jeden Fall in dieser Woche die Möglichkeit zu lernen, dass dich diese Energien nicht weiterbringen. Ja, auch diese Person, die niedrig energetisch schwingend ist, wird dich nicht weiterbringen. Ja, und das wirst du diese Woche lernen. Und das ist gut so, weil alles, was du jetzt noch in diesem Jahr lernst, kannst du auch in diesem Jahr belassen. Ja, also, geh ins Vertrauen, bleibe am Boden. Am Boden fällt mir gerade noch ein. Bitte, Leute, vergesst euch nicht zu erden, ja, zu erden und zu reinigen. Und wer gerne meine Unterstützung braucht,
Sehr gerne. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ja? Ich denke, ich werde das jetzt immer so machen, wenn ich die Zeit habe. Dann werde ich euch eine Kollektivlegung noch zu den anderen Legungen mit dazulegen für die Woche. Und ich hoffe, dass ihr dementsprechend mir ein Feedback gebt, dass ihr meinen Kanal abonniert und dieses Video liked, damit ich auch eine Resonanz von euch bekomme. Und in diesem Sinne, kleines Fazit, bitte verändert eure Blickrichtung, okay? Ja, ihr schafft es. Ich bin ganz stolz auf euch. Also, danke für euer Feedback, danke für euer Sein. Und ja, dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Alles Liebe, macht's gut, ciao, eure Katrin.